Herzlich willkommen zurück bei Feuer und Filme. Und falls ihr euch jetzt fragt, hey, ich höre die zwei, aber ich sehe sie ja gar nicht. Dam, dam, dam. Das liegt daran, dass wir für diesen 2018er Filmevorschau Dings uns überlegt haben, dass wir das Ganze doch eher in der Podcast-Manier Ja. aufnehmen. Wir haben eine ganze Menge Filme zu besprechen, weil wir tatsächlich so von Anfang bis Ende des Jahres mal durchgehen, was so an größeren Sachen oder auch an interessanten Sachen irgendwie so kommt. Und ja, deswegen haben wir das Ganze jetzt eher in der Podcast nur Stimmenversion gemacht. Dann könnt ihr das auch nachts zum Einschlafen hören oder in der Bahn Ja. und so. Und Unsere beruhigenden Stimmen unsere sind sehr beruhigenden, angenehm. sexy Stimmen. Also, wie gesagt, es geht um die Vorschau 2018. Was kommt 2018 alles so an interessanten Dingen ins Kino? Ja. Das ist ja durchaus interessant zu wissen. Wir machen das so, wir wissen jetzt noch nicht genau, wie lange wir über welchen Film reden, über welche Filme wir länger reden und Ja. wie auch immer. Es wird sicher ein paar Filme geben, wo wir sagen, oh ja, interessant und das war's in der Form. Es soll einfach ein allgemeiner Überblick darüber Genau. werden, was Ja. eigentlich so kommt, wie sich das nächste Jahr auch so genremäßig vielleicht anfühlt und was wir davon denken. Ja. Du hast auch schon eine kleine Liste vorbereitet Genau. und die werden wir jetzt quasi durchgehen. Ich kenne die Liste noch nicht, das heißt, vielleicht gibt es ein paar lustige Überraschungen von Filmen, wo man jetzt gar nicht mit rechnet. Und ich würde sagen, dann fangen wir doch gleich mal mit dem Januar an. Genau, ich habe mir die Liste dann von IMDb zusammengestellt. Na klar, da stehen auch noch viele amerikanische Daten. Ich bin jetzt erstmal nach deutschen gegangen. Ja. Aber es gibt einfach noch nicht bei allen Filmen deutsche Daten. Ja, im Januar erwartet uns direkt am Anfang The Disaster Artist direkt. Das ist der James Franco-Film, wo es im Prinzip um die Verfilmung eines der schlechtesten Filme aller Zeiten Ja, geht. genau. Und zwar von The Room von Tommy Ja. Wiseau. Ich denke, viele von euch werden den auch kennen. Wenn man nicht bei YouTube einfach mal The Room Ja. eingeben. Das ist wirklich eigentlich eine Art von Drama, aber wirklich ein sehr, sehr, sehr sch schlecht gespielter, schlecht Ist einfach ein inszenierter Film. furchtbarer Film. Er ist von A bis Z komplett furchtbar. Ich habe ihn tatsächlich ganz gesehen und es ist eine Qual, ihn zu schauen. Und es fängt schon damit an, dass halt der Produzent, der Hauptdarsteller und der Regisseur und der Drehbuchautor ist alles ein und dieselbe Person, ist halt dieser Tommy Wiseau. Eine nicht sonderlich begabte Ja, genau, das Person. kommt noch dazu. Und ich bin total begeistert auch von dem Film eigentlich. Also schon von den Trailern total begeistert. Und ich bin total gehypt drauf, weil ich mag die Crew, die dahinter steht. Ich mag das Thema, ich mag die Idee. Ich habe das Buch tatsächlich, das Ganze basiert ja auf dem Buch eigentlich, was der Freund von dem Tommy Wiseau geschrieben hat. Und das habe ich Genau. noch nicht gelesen. Vielleicht, also wahrscheinlich finde ich auch keine Zeit mehr. Wer weiß, vielleicht finde ich ja doch Zeit, es noch zu lesen. Aber alles drumherum bin ich super begeistert. Auch diese Crew um Seth Rogen und, ne, also das hört sich für mich alles super gut an, auf jeden Fall. Absolut sicher. Schon so am Anfang so ein Most Wanted Ja. irgendwie. Die Entstehungsgeschichte mit dem Film soll relativ krude gewesen sein. Ist so ein bisschen Ed Wood-Style wahrscheinlich, nur ein bisschen Ja. realistischer noch als der Ed Wood-Film von Tim Burton, der ja schon so ein bisschen märchenhaft irgendwie Ja, aufgezogen ich glaube auch war. ein bisschen witziger noch tatsächlich. Also Ja. der Tim Burton-Film ist ja sogar ein bisschen ernst, irgendwie hat so einen tragischen Beigeschmack permanent. Aber ich glaube, der wird jetzt auch wegen Seth Rogen halt eben, der dahinter steht und so weiter, und die ganzen Leute, wird es, glaube ich, ein bisschen lustiger insgesamt noch werden. Genau, da sind wir sehr gespannt drauf. Ja. Es geht weiter mit The Greatest Showman on Earth. Das ist ein Film mit Hugh Jackman und Ja. Zac Efron. Ja. Da geht es im Prinzip, Musical! genau, es ist ein Musical um einen Typen, den Typen, der im Prinzip, Den wie man Zirkus sagt, den erfunden hat. Zirkus erfunden Ja. hat. Und das Ganze ist, wie gesagt, ein hochglanzpoliertes Musical. Da wird gesungen, da Ja, tanzen getanzt, CGI-Elefanten. ja, und alles. Ich habe tatsächlich Bock auf den Film. Ich glaube zwar nicht, dass er grandios wird oder sonderlich toll, aber ich mag Musicals. Und ich glaube, der kann mal so 1,5 Stunden echt einfach mal Spaß machen und verzaubern und dann ist es vorbei. Ich mag Hugh Jackman. Ja, ich mag Hugh Jackman, aber ich habe wenig übrig für Musicals. Die konnten mich nie begeistern tatsächlich und deswegen bin ich auch überhaupt nicht interessiert an dem Film eigentlich. Hugh Jackman kann gut singen, Das kann tatsächlich. er. Der ist ein guter Showman auch. Also so, Ja. ne, so Broadway und sowas, da Ja. kommt er ja eigentlich her, das kann er wirklich gut und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Ich muss aber auch zugeben, ich finde die Story gar nicht so interessant, weil, ja, also es geht um diesen modernen Zirkus im Grunde, ne? Also so, weil Zirkus an sich gibt es ja auch schon ewig und so, aber halt diese moderne Form von Zirkus mit dem Zirkuszelt und den
Tieren und sowas. Und ja, irgendwie, also das kitzelt mich nicht tatsächlich, der Film. Kann ich verstehen. Ich kenne auch sonst niemanden. Wer ist der Regisseur, weißt du das? Nein. Ich leider auch nicht, keine Ahnung. Also mir ist auch sonst nichts um den Film irgendwie bekannt, tatsächlich, außer Hugh Jackman spielt mit. Ich glaube, der Regisseur ist so eine Christoph Columbus-Sparte, weißt du? So kennt man vom Namen, aber macht eigentlich eher so Durchschnittszeug. Ja, ja. Also wie gesagt, nichts, was mich besonders kitzelt, wo ich besonders gespannt drauf bin, auf jeden Fall. Aber könnte was sein für alle Musical-Fans vor allen Dingen, ne? Da gibt's die Woche aber ein geiles Alternativprogramm mit Insidious Teil 4. Boah. Warum gibt's? Ich hab den ersten, glaube ich, gesehen. Ich habe den ersten auch gesehen, den fand ich ganz okay. Er hat ein paar gruselige Szenen. Der erste ist der mit dem Polizisten, ne? Mit dem Detective, oder? Oder werfe ich das jetzt zusammen mit einem anderen Film? Insidious ist das, wo das Kind von Night Owl aus Watchmen rübergleitet in diese andere Welt und es gibt diesen Darth Maul Dämon irgendwie. Ist ewig her, fand ich ganz okay damals, aber davon gibt es jetzt 4 Teile und ich habe gehört, die anderen sollen nicht so gut sein. Mich hat's auch nicht mehr so interessiert. Es ist vor allem immer bei Horrorfilmen, es ist immer das Gleiche, es kommt irgendwie dann so 5, 6, so lange, bis es scheiße wird. So lange. Ja, also meistens ist es ab dem ersten scheiße. Ja, und das ist schon seit den 80ern so, weißt du, schon seit Halloween, seit Jason X, die ersten waren gut und es werden immer mehr gemacht, sie werden immer schlecht. Ist halt billig zu machen, relativ. Ja. Der Name zieht dann immer noch und so lange wird es halt gemolken. Also ich werde mir auch nicht anschauen. Was haben wir noch? 11. Januar habe ich hier The Commuter. Liam Neeson nicht im Flugzeug, im Zug, sondern diesmal im Zug. Ja. Worum geht's irgendwie? Der Trailer sagt aus, dass es eine Frau gibt, die ihm irgendwie sagt, in diesem Zug musst du irgendwas machen. Du musst jemanden finden. Wenn du jemanden herausfindest, wer das ist, irgendein Typ versteckt sich hier und wenn du herausfindest, wer das ist, kriegst du so und so viel Geld. Ja, sonst irgendwie explodiert der Zug wahrscheinlich. Ja, genau. Also es sieht aus wie so eine Mischung aus Train und diesem Flugzeugfilm mit ihm, den er schon mal gemacht hat. Nicht Train, Speed meinte ich. Ja. Das wäre jetzt Train. Ja, genau. und ja, es sieht furchtbar aus. Es ist von dem gleichen Regisseur wie der Non-Stop, der Flugzeugfilm und auch der, wie hieß der andere, den sie zusammen gemacht haben? Ach, dieser, war da nicht irgendwo auch irgendwas mit Night? Cold Night oder so? Run All Night? Run All Night hieß der. Run All Night. Aber ich dachte, die haben noch einen gemacht. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich fand die nicht gut, aber ich fand die unterhaltsam. Die waren so für einen netten Actionabend ganz nett. Und ich habe auch schon gehört, dass der Film nicht so geil sein soll. The Commuter hat tatsächlich auch. Das Problem ist vor allen Dingen für mich immer dabei, der gute Mann ist nicht fit genug. Ja, der ist einfach Taken 3. Ja, das genau. 15 Schnitte, damit er mal ins Sound kommt. Und das ist das ist leider wirklich so. Er ist ein cooler Typ und ein cooler Schauspieler. Klar, dagegen sage ich gar nichts, aber er ist halt zu alt, um Actionfilme zu machen, finde ich. Also oder nicht fit genug, weißt du? Es gibt ja auch Leute, die älter sind und trotzdem noch ziemlich fit sind oder sowas. Ne? Zum Beispiel Keanu Reeves, der super krass, also der echt schon einige Jahre alt ist und trotzdem super fit ist. Über 50? Ich glaube jetzt gerade um 50, irgendwie so. Krass, irgendwie. Und der ist so fit aber noch, dass er noch so Rollen spielen kann wie John Wick irgendwie. Ja, weil Liam Neeson funktioniert das halt nicht so gut und deswegen, weiß ich nicht. Und ja, ich finde, der Trailer sieht auch echt nicht so gut aus. Leider nicht. Nächstes Wochenende, 18. Januar, kommen drei Filme, aber zwei davon haben wir schon gesehen. Der eine ist Downsizing, der Matt Damon-Film, wo man in einer Parallelwelt oder Zukunftswelt geschrumpft werden kann, um dann reicher zu leben und so, weil die Erde halt massive Platzprobleme hat. Und da könnt ihr euch die Kritik zu uns, zu dem Film auf unserem Channel gerne anschauen. Wir fanden den Film beide ganz, ganz okay. Ja, genau, der ist schön. Und It Comes at Night kommt tatsächlich auch. Der ist schon im Juli in den USA, glaube ich, im Kino gewesen oder irgendwie Mitte des Jahres. Gibt's die Kritik auch auf unserem Channel. Es ist ein Grusel-Thriller irgendwie. Also er wird als Grusel aufgezogen im Marketing und ist aber eigentlich mehr so ein Kammerspiel in einem Haus. Ja. Es geht, ist auch so eine dystopische Zukunft irgendwie. Man weiß nicht genau, was passiert ist, aber es gibt wohl irgendeine Form von Virus und es geht um eine Familie, die in einem Haus ist und dann kommt eine andere Person dazu und dann ist halt die Frage, was will die Person und Wie gehen sie mit der neuen Person um? Und was ja eigentlich so ein klassisches Thema ist, gibt es schon ganz oft, aber also ich war bei der Kritik leider nicht dabei, hab den aber dann doch auch noch gesehen und ist ein ganz toller Film tatsächlich. Ist sehr, sehr intensiver, spannender Film, aber kein Horrorfilm. Genau, man darf nicht von dem Film erwarten, dass man einen krassen Horrorfilm sieht in dem Sinne, sondern es geht mehr um eine psychologische Verarbeitung davon, wie man mit solchen Situationen umgehen würde und was mit Menschen passiert. Ja.
Und der hat mich doch beeindruckt tatsächlich bis zu einem gewissen Grad, weil er auch ganz, ganz toll inszeniert ist tatsächlich. Ganz, ganz tolle Schauspieler. Ja, also ich fand ihn ganz toll. Also Ja, ich ja, fand ihn lohnt auch sich sehr auf jeden gut. Fall, ja. Dann kommt noch ein Film namens Hot Dog. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das ist ein deutscher Film mit Til Schweiger und Matthias Oh Schweighöfer. nein, oh Das habe ich mir Gott. aufgeschrieben. Test-Screenings waren wohl unfassbar schlecht. Ja, natürlich. Was, also, von wem? Auch, ist er auch von Ich Til weiß Schweiger oder nicht. was? Ich weiß es nicht. Ich habe Oder, mir oh nur je, aufgeschrieben, Test-Screenings ja. wohl richtig schlecht. Das ist mein einziger Notizpunkt dazu. Ja, hört sich auch so an. Also, Ja. ich bin kein, also deutsche Filme gibt es leider sowieso nicht so viele, die super sind. Nee. Und wenn dann viele von diesen großproduzierteren deutschen Filmen fallen halt genau in diese Genau, Sparte, sind ne? die irgendwie so halb lustig und so, Ja. aber eigentlich echt nicht gut Ja. sind, leider. Ende Januar kommt dann ein weiterer Film, der auch schon eine Kritik bei uns auf dem Channel hat. Und das ist Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Das ist der neue Film von Martin McDonagh, der hat zum Beispiel Brügge, See und Sterben gemacht. Könnt ihr euch auch die Kritik ansehen? Ich fand ihn überragend. Ist ein ganz, 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 ganz toller Film. Ja. Ja, also ich habe den Film noch nicht gesehen und freue mich total darauf, ihn sehen zu können, weil ich liebe Martin McDonagh. Ich liebe seine Theaterstücke, vor allen Dingen Der Kissenmann, großartiges Theaterstück. Wenn ihr irgendwann mal die Gelegenheit habt, es euch anzusehen, seht es euch an. Ja. Super. Ganz toller Typ. Also zumindest vom Schreiben her, was er schreibt, ganz Absolut. großartig. Ja. Und ich würde auch gerne mal mit euch dann mitgehen, wenn ihr euch nochmal auf Englisch anguckt, weil ich würde mir den gerne Ja. nochmal anschauen. So Ja, gut war der ich im werde mir auf Endeffekt. jeden Fall auch anschauen. Februar beginnt mit Maze Runner Nummer 3. Der wurde ja verschoben, der soll eigentlich schon letztes Jahr Ja, rauskommen. wegen der Verletzung, Wegen ne? der Verletzung vom Hauptdarsteller, Genau, der genau. hatte, ja. Ja, mal gucken. Dieser ganze Hype um diese Jugendbuchsachen ist ja eigentlich schon so ein bisschen Verlaut, abgeklungen. ja. Ich habe die ersten beiden gesehen. Ich fand den ersten eigentlich ganz nett und den zweiten fand ich ziemlich doof, obwohl er ein paar coole Momente hatte. Die Story fand ich einfach doof, wo sie sich hin entwickelt hat. Und der dritte interessiert mich dementsprechend nada. Ja, ist also vor allen Dingen, was mich halt daran, also ich habe halt schon mitgekriegt auch, ich habe den ersten ja auch gesehen und den zweiten so halb. Ich habe mich zu Ende angeguckt, weil ich ihn nämlich auch zu dämlich fand. Und was ich mitbekommen habe, ist, dass das dritte Buch halt noch mehr in so eine militante Richtung geht. Das Also soll es auch wird, glaube noch ich, ziemlich krasser. doof sein, Ja, genau, es irgendwie. haben, also selbst die Fans von der Buchreihe mochten das dritte Buch zum größten Teil nicht. Ja. Was dann echt nicht unbedingt für den Film spricht, Nee. einfach. Also, ja. Und es kommt Der seidene Faden, das ist der neue Film von Paul Thomas Anderson. Ja, bin ich sehr gespannt drauf, auf jeden Fall Natürlich, auch. Paul Also, Thomas ne? Anderson, Ja. immer gespannt. Letzter Film mit Daniel Day-Lewis, ja, der gesagt, Ja. er hört auf. Natürlich absolut gespannt drauf. Ja, aber auch Daniel Day-Lewis, super krasser Typ irgendwie als Ja. Schauspieler. Ja. Das, ja, kann echt was werden. Am 8. Februar wartet uns dann 50 Shades Teil Och. 3. Wie heißt der? Befreite Lust. Och Gott, ja, In der deutschen Version. ja. Ja, wir haben keinen, der, also ich weiß, hast du einen gesehen? Nee, ich habe aber das erste Buch gelesen. Ich habe es tatsächlich gelesen. Ich hab auch versucht, Twilight zu lesen. Aber das habe ich nicht Ah. geschafft. Also im Oh. Verhältnis, finde ich, ist tatsächlich 50 Shades of Grey besser als Twilight. Von den Büchern her, tatsächlich. Eieiei. Aber es ist furchtbar. Also was heißt besser, ne? Wir reden hier von Scheiße in Vase und Scheiße in der Kloschüssel oder so. Also, man ist halt beides ein bisschen scheiße. Ja, also ich habe nicht davon nichts gelesen, nichts gesehen. Ich habe es nicht vor, wenn ich es nicht unbedingt muss. Nee, es Sag ist doch halt nicht so einfach was. auch. Es ist ein Softporn, der nicht mal sexy ist. Irgendwie Ja. zu einem Part und Vor allen Dingen naja. repräsentiert er halt viele Sachen. Was halt Ja. echt schwierig ist, ist, dass er halt viele Sachen auch aus dieser Szene einfach falsch Ja. repräsentiert, irgendwie. Und allein wie er Geschlechterrollen Ja, repräsentiert, genau, das ist. wie er an sich Frauen repräsentiert, ist halt auch schon so. Aber auch Und Männer, es ist Männer halt auch, ja. Menschen generell. So viele Mensch. Menschen in diesem Film präsentiert werden und in dem Buch auch. Es ist. Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, gibt's da, sind das eigentlich Bücher auch, die da verfilmt werden? Also gibt's davon ein Ja. zweites und drittes Buch Nee, das auch? sind drei Bücher. Ah, okay, Sie es ist machen wohl, zumindest aus dem keine dritten 50 Shades nicht zwei Ahnung. Filme scheinbar. Was ja nicht so absurd ist Wenn man irgendwie. sich die Filme anguckt. Ja. Ja. Dann nächstes Wochenende, 15.2. nächste Woche meine ich, Black Panther. Oh yeah, I like it, me like it. Mal schauen. Also das ist der letzte vor Infinity War. Ja. Mal gucken, ich bin jetzt auch nicht super gehypt drauf, einfach weil ich mit der Figur jetzt auch nicht so viel verbinde irgendwie.
Trailer sah ganz nett aus, kann was werden, mal schauen. Ich hoffe, es wird nicht wieder ein, hey, das war ein lustiger Marvel-Film, 7 von 10 Punkten. Sondern besser was anderes irgendwie. Ja, ich fürchte, es wird genauso Wird werden, wahrscheinlich genau tatsächlich. das werden. Aber ich habe halt Bock auf den Film wegen der Musik vor allen Dingen. Ja. Weil die sieht im Film auch richtig geil aus, tatsächlich. Also die funktioniert im Film, im Trailer ganz cool Ja. und da freue ich mich drauf und ja. Dann The Shape of Water kommt an dem gleichen Tag auch raus. Das ist der neue Film von Guillermo del Toro. Das ist Ja. der Film, der kommt tatsächlich jetzt auch schon in Amerika ins Kino, Ja. wo es in den 60er Jahren, glaube ich, irgendwie um eine Facility geht, wo eine Frau als Putzaushilfe eingestellt wird und dort werden Experimente an einem Aqua-Ungeheuer irgendwie gemacht. Ja. Und dann entwickelt sich zwischen dem Ungeheuer und ihr eine Art von Beziehung. Der Film soll sehr, sehr gut sein, tatsächlich. Er soll wunderschön gemacht sein, was man bei Del Toro ja, denke ich, eh Genau. so hat auch in, also ich fand Crimson Peak zum Beispiel sehr, sehr lasch, aber er sah trotzdem sehr schön aus. Ja. Und der Film soll halt auch inhaltlich tatsächlich sehr gut sein. Ja, ich glaube, er bewegt sich mit dem Film eher wieder in so eine Richtung von Pan's Labyrinth tatsächlich, so thematisch auch einfach ein bisschen von dieser Mischung aus Drama und Fantasy so ein bisschen. Und Doug Jones Und spielt wieder mit. ja, und das ist sehr vielversprechend auf jeden Fall. Und ich war schon immer ein großer Del Toro-Fan tatsächlich, mochte fast alle Filme von ihm. Auch Crimson Peak ist halt ein bisschen schwach, aber ich mochte ihn tatsächlich auch doch dann ganz, ganz gerne. Okay. Ja. Dann haben wir am 22. Februar, habe ich mir aufgeschrieben, Auslöschung. Das ist der neue Film vom Ex-Machina-Regisseur mit Natalie Portman, der auch auf einem Science-Fiction-Novel basiert. Annihilation. Ja, Annihilation, ach so, ja genau. klar, ich brauchte Annihilation jetzt einen auf Moment Englisch, tatsächlich, genau. bis ich da war, ja klar. Und ja, ich weiß tatsächlich nicht viel über die Story. Ich glaube, es geht um eine außerirdische Form, die gelandet ist oder irgendwie so. Und sie Ewigkeiten später sie immer wieder Wreck-'n-Teams dahin schicken und die immer wieder verschwinden. Und das ist die erste, die zurückkommt und von der Ja. handelt irgendwie die. Es soll tatsächlich in Amerika kommt der Film eine Woche nach Kinostart, glaube ich, schon auf Netflix raus, weil die, ich weiß nicht, ob es die Produktionsfirma so war, meinen, der Film ist zu intelligent für die Leute, die haben Angst, Oh. dass niemand ins Kino geht. Ich bin unglaublich gespannt auf den Ich Film. auch, ja. Allein wegen dem Regisseur, Ex Machina war ziemlich cool. Ja. Und wegen der Thematik und wenn er noch sowas dazu gesagt hat wie der Film, ich glaube, wenn man sich den Trailer auch anschaut, der kann wird tatsächlich mal was komplett anderes sein. Wer weiß, vielleicht funktioniert es ja. Ja, also freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Sieht ganz gut aus. Ja. Was ist denn eigentlich mit diesem, kommt der noch, dieser, der Film mit Meryl Streep auch? Ja, genau, der kommt Ah ja, jetzt. Die siehst du. Verlegerin, der Ja, neue genau. Spielberg-Film mit Tom Hanks und Meryl Streep und mit Ja, Sicherheit wegen ja. den Oscars nominiert, weil es ist Spielberg mit Tom Hanks und Meryl Streep. Ja. The Post heißt der, glaube ich, im Englischen. Genau, ja. Ja, weiß ich gar nicht so viel von. Das Es geht im Grunde um die Aufdeckung der CIA-Akten, die Offenlegung von CIA-Akten, meine ich, oder Pentagon-Akten, ich weiß nicht mehr genau. Also von irgendeiner amerikanischen Behörde werden Akten aufgedeckt. Und da bin ich auch, also ich freue mich tatsächlich drauf. Okay. Ich habe das Gefühl, es könnte so ein, ja, so Richtung Castaway, halt, also, weißt du, so ein typischer, in Anführungszeichen, Feel-Good-Movie, sage ich jetzt mal, sein. Mit ein bisschen Einschlag halt vielleicht von sowas wie Spotlight oder sowas. Da ist so ein bisschen die Hoffnung drin. Es wird nicht ganz so nüchtern sein wie Spotlight, aber trotzdem irgendwie, dass das so ein bisschen in die Richtung geht. Und Meryl Streep sowieso Ja, cool. tolle Schauspieler. Ich mag immer solche Aufdeckungsreporter-Geschichten, mag ich immer gerne. Und deswegen freue ich mich da tatsächlich drauf auch, ja. Okay. Tatsächlich gemutmaßt wird immer noch ein Film namens God Particle. Das ist ein weiterer Film im Ja. Cloverfield-Universum. Ja. Der hat allerdings jetzt nicht direkt ein Startdatum. Das ist wie bei 10 Cloverfield Lane. Das wird kurz vorher mit der Film angekündigt mit dem Trailer. Und man weiß wieder nichts darüber, was super cool ist in einer Zeit von Internet, wo du eigentlich alles über alle Filme schon vorher Ja, wo weißt. der Film schon vorher 5 Stunden lang Ja, durchdiskutiert ist, genau. irgendwie. Deswegen, ich glaube, ich habe irgendwo Februar gelesen, dass das mal die Rede war. Deswegen habe ich jetzt hier aufgeschrieben. Ja, sehe ich gern mehr von. Ja. Sie haben es geschafft, mit 10 Cloverfield Lane ja auch etwas in einem Universum spielen zu lassen, es trotzdem genremäßig ganz anders aufzuziehen. Und gern, finde ich spannend. Ja. Ja, dann März, Red Sparrow. Das ist der Film mit Jennifer Lawrence als Ach, KGB-Agentin, von ja. dem ich tatsächlich keinen Trailer gesehen, sondern nur Bilder von ihr im Badeanzug. Ja, ich habe einen, habe ich, war es ein Teaser? Vielleicht war es auch nur ein Teaser Kann oder sowas sein. irgendwie, ganz kurz nur. Ja, sieht halt so aus wie Scarlett Johansson Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, meine ich doch, Jennifer Lawrence
Badeanzug. Ja, Als sexy KGB-Agentin. sind wir interessiert dran. Ist das nicht auch über diese Operation Honeypot? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, worum Ich es geht. glaube, es ist über diese tatsächlich existierende russische Geheimoperation, wo sie versucht haben, oder nicht nur versucht, sondern es auch getan haben, amerikanische Officials mit hübschen Frauen also einzufangen quasi Ja, das und auf ihre Seite ja. zu ziehen und sowas. Ich glaube, Klar. es geht tatsächlich darum. Klingt sinnig, auf jeden Fall, ja. Ja, und ja, mal sehen. Ja, mal sehen. I, Tonya kommt auch noch raus. Der ist jetzt auch schon in Amerika im Kino. Sein Film mit Margot Robbie, wo sie eine Eisläuferin Sagt mir gar spielt. Und da nichts. gab es dann, es ist basiert auf realen Ereignissen und es gab dann wohl einen großen Skandal um die. Ich weiß aber auch nicht welchen. Bin auch Okay. nicht so interessiert an dem Film, aber sie ist wohl Oscar-Hauptdarsteller-mäßig wohl voll im Rennen. Margot Okay, Robbie. okay. Dann am 15.03. kommt die Tomb Raider-Verfilmung. Naja. Die vom Trailer tatsächlich genauso aussieht wie die neuen Games, was für mich allerdings kein positiver Aspekt ist, denn Assassin's Creed sah auch aus, relativ so aus wie die Games von den Kostümen und es funktioniert nicht. Du brauchst eine packende Story, einen packenden Charakter. Ich fand die Trailer nicht ansprechend. Das sah aus wie ein Abenteuerfilm, der wahrscheinlich Ja. narrativ nicht funktionieren Ich wollte wird. gerade sagen, sie sieht aus wie so eine typische Ja. Computerspielverfilmung. Und ich glaube, dass wir jetzt auch, mir fällt immer noch keine Computerspielverfilmung ein, die irgendwie funktioniert hat. Kriegt Hollywood einfach nicht hin. Mir fällt keine ein. Ich kenne keine. Ich mag fast Silent Hill am liebsten. Und der ist schon. Der ist schon nicht besonders gut. Ich Also, finde ihn in Ordnung. Er sieht wunderschön aus. ja. Eine Woche später, Pacific Rim Uprising. Ja. Ein furchtbarer, furchtbarer Trailer, wie ich finde. Das sieht richtig schlecht aus. Ich habe keine Ahnung. Also. Ich habe auch keine Ahnung. Ich glaube, also das Ding ist, man kann von diesem Film nicht viel erwarten. Man hat vom ersten Film auch noch schon nicht viel erwartet und der Film hat auch so gesehen nicht viel geleistet, außer eben genau das, was er versprochen hat und das ist riesige Roboter prügeln sich mit riesigen Ja, Monstern. der erste war ganz nett. Aber es braucht keinen zweiten und es sieht auf einmal, der erste hatte noch so einen Look, weißt du, so mit den Farben und mit dem Ton und der zweite sieht auf einmal aus wie so eine Ja, Kaugummiverpackung. der zweite sieht ein bisschen cartoonisch aus. Er sieht Ja. ein bisschen fast aus wie so ein Transformer-Film irgendwie Ja, schon, ja. auch mit diesen komischen Gimmicks, die diese Roboter dran haben und sowas. Und der erste Ja. sah noch ein bisschen, ja, war irgendwie ein bisschen ernster gefühlt gemeint, so noch. Aber Ja. mal, keine Ahnung, ich erwarte auch nicht viel von dem Film. Ich werde ihn mir aber angucken. Dann Anfang April haben wir A Wrinkle in Time. Oh ja. Kommt da endlich raus. Fantasy von Disney mal wieder. Ein ganz berühmtes Buch, ne? Es ist eigentlich ein Wunder, dass es erst jetzt verfilmt wird. Ich bin gespannt. Ich Ich bin auch. wirklich gespannt drauf. Die Visuals sehen jetzt schon ziemlich beeindruckend aus, Noch finde ich. nichts davon Es gesehen. gibt einen Trailer, wo ich fand, oh, okay, das sieht auf jeden Fall interessant aus irgendwie, weil es halt anders aussieht ein bisschen. Und das Ding ist, ich bin halt nicht so ein großer Fan von, wie heißt nochmal Captain Kirk, der neue Captain Kirk? Das Chris ist Pine. Chris Pine. Ich bin nicht so ein großer Fan von Chris Pine tatsächlich. Ich mag ihn tatsächlich als Captain Kirk, aber ich mag ihn fast allen anderen Rollen, in denen ich ihn Wonder gesehen Woman? habe. Ich mochte den Charakter in Wonder Woman sehr, sehr gerne tatsächlich. Okay. Aber ja, also wer weiß, vielleicht hängt es auch wirklich davon ab, was er da zu tun hat, was er an der Hand gegeben Ja, kriegt. ja. Ja. Und Ready Player One. Ja, auch Von wieder eine Steven Spielberg schon Buchverfilmung. wieder ein Film. Und auch wieder eine Buchverfilmung tatsächlich. Buchverfilmung, ja, die Trailer sind halt nur Anspielungen auf andere Sachen, so wie es im Buch Ja. ja auch zum Großteil. Es geht auch wieder eine dystopische Zukunftsvision, wo es allerdings über Virtual Reality einen Ort namens Oasis gibt, wo du setzt dir die Brille auf und dann bist du da und hast du deinen Charakter-Avatar, dann kannst du Abenteuer erleben und krass Videospiele spielen und du lebst im Prinzip nur noch in dieser Welt. Und der Macher davon stirbt und hinterlässt drei goldene Schlüssel und sagt, wer die findet, der kriegt all mein Geld. Und der Hauptcharakter findet den ersten und das liegt daran, weil er so viele Referenzen kennt an die 80er. Ach so, okay. Irgendwie, also es geht darum, dass du halt Rätsel lösen kannst über Referenzen und keine Ahnung. Also hab das Buch mir jetzt nicht gekauft. Ich habe angefangen zu lesen, habe es dann irgendwann zur Seite gelegt. Vielleicht lese ich es nochmal. Ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept irgendwie, finde ich. Ja, also muss man sehen, was sie daraus machen. Die Idee könnte was Interessantes sein. Muss man schauen. Ich werde mir auf jeden Fall angucken Ja. und vielleicht lese ich danach dann das Buch. Weiß ich nicht. Am 12.04. erwarten uns X-Men, die New Mutants. Freue ich mich sehr drauf, weil es einer der Filme ist, die
versuchen sich abzusetzen von anderen Superheldenfilmen sieht offensichtlich. Sieht aus wie ein Horrorfilm. Genau. Ja. Also er versucht sich anders zu inszenieren, bewusst als die übrigen Horrorfilme, als die übrigen Superheldenfilme, und das finde ich interessant. Das ist auf jeden Fall interessant. Man hat ja schon bei der Serie Legion gesehen, dass man Mutantenkräfte durchaus gruselig inszenieren kann, wenn man es denn richtig macht. Ja. Eine Woche später, 19.04., extrem spät bei uns, Lady Bird. Der ist jetzt schon auch schon Amerika im Kino mit Saoirse Ronan, ich weiß nicht, wie sie heißt, die aus Brooklyn und so weiter. So eine jüngere Schauspielerin. Der soll grandios sein. Oh, so ein Drama. Soll ganz, ganz toll sein. Mal schauen. Hat auch hohe Oscar-Chancen. Also mal schauen. Oh, das ist die falsche Seite. Dann haben wir Ende April den neuen Film der Aardman Studios. Early Man. Ja, freue ich mich total drauf. Freue mich auch drauf. Die Aardman Studios, größtes Stop-Motion-Studio der Welt tatsächlich. Die stecken unheimlich viel Arbeit in diese Filme rein. Es steckt so viel Liebe in, es muss so viel Liebe zum Detail in diesen Filmen stecken. Und das macht sie, finde ich, alle irgendwie sehenswert, tatsächlich. Ja. Ich mag sie einfach unheimlich gerne, weil sie eben so liebevoll gemacht sein müssen auch einfach. Absolut. Ja, und Avengers Infinity War. Was ist das denn? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Wird ja krasser Film halt. Ja, was, hoffentlich. 7 von 10 Punkten. Wahrscheinlich. es sind halt jetzt wie viele Jahre Build-up bis dahin? 12? Ich glaube 10, irgendwas zwischen 10 und 12 Jahren hat es jetzt, also bis er jetzt kommt, und alles hat irgendwie so ein bisschen auf diesen Punkt hingearbeitet, deswegen ist man schon ein bisschen gehypt, aber es kann eigentlich fast nur enttäuschen. Wie fandst du den Trailer? Ich weiß es nicht. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen, und es ist, ich kann mich super schwer dazu positionieren, weil ich nicht weiß, was der Trailer mir wirklich zeigt. Ich glaube nicht, dass er mir irgendwie wirklich zeigt, wie dieser Film sein wird. Naja, es ist, ich fand zum Beispiel Thanos irgendwie nicht so überzeugend vom CGI, aber gebe ich dir recht, man sieht hoffentlich nicht viel, und was mich jetzt schon so ein bisschen enttäuscht, ist, dass es aussieht, als würde es hauptsächlich auf der Erde spielen, aber, und es gibt wieder ein Beam in the Sky, und er kommt mit einem Portal, und es sieht aus wie Justice League. Ich glaube, es ist viel, viel besser als Justice League, weil es viel mehr Build-up hat und so weiter dahinter. Ich hoffe, dass es endlich das große Kino-Event wird, was wir uns schon so lange herbeisehnen. Ja, ich hoffe, dass sie vor allen Dingen es schaffen, Thanos noch ein bisschen mehr Charakter zu geben. Absolut. Das wird eine Aufgabe sein, und dass sie sich nicht darauf ausruhen, dass wir ihn immer mal ein paar Mal in ein paar Glimpses gesehen haben. Das hoffe ich zumindest. Anfang Mai, Isle of Dogs, der neue Wes Anderson Stop-Motion-Film mit den Hunden, da freue ich mich auch mega drauf. Also klingt auf jeden Fall sehr, sehr lustig irgendwie, ne? Also verrückt einfach, so ein bisschen. Es geht um einen kleinen Jungen, der irgendwie, es gibt, in dieser Welt werden irgendwie Hunde ausgelagert. Auf so einem Produktionsfirma hat er das denn gemacht? Das weiß ich nicht. Ich schätze mal so, das ist der gleiche, wie auch der fantastische Mr. Fox gemacht hat. Aber die Hunde werden ausgelagert auf so eine Müllinsel, und dann kommt irgendwie ein kleiner Junge dahin, weil er seinen Hund sucht. Und die Hunde haben halt auch schon so eine Art von Regierung gebildet und so weiter. Und der Trailer sieht super aus, fand ich. Der Trailer sieht einfach sehr, 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 sehr witzig aus. Ja. Und auch, wie du schon gesagt hast, Fantastic Mr. Fox ist auch schon ein ganz, ganz toller Film tatsächlich. Habe ich nie gesehen tatsächlich. Ach, echt nicht? Ist eine, also kann ich dir wärmstens ans Herz legen. Ist ein ganz, ganz toller Film. Okay. Auch für Erwachsene. Es ist kein Kinderfilm. Also der funktioniert super auch für ältere Menschen. Dann im Mai haben wir gar nicht mehr so viel, also ich habe es nicht mehr so aufgeschrieben. Ich habe noch Rampage mit The Rock. Wow. So eine Videospielverfilmung. Ja. Ja, ist halt Rampage mit The Rock. Vielleicht, The Rock ist halt unheimlich sympathisch. Ja. Vielleicht wird es ganz lustig. So, keine Ahnung. Ich werde ihn mir nicht anschauen. Dann kommt ein Film mit Bradley Cooper. Also, nee, Bradley Cooper hat Regie geführt und Lady Gaga spielt die Hauptrolle. A Star is Born, geht scheinbar um Musik. Aha. Und Ende Mai kommt Solo, A Star Wars Story. Ja, ich bin sehr skeptisch bei dem Film. Ja, ich auch. Man hört sehr wenig gute Dinge über diesen Film. Und das, obwohl eigentlich ich den Gedanken ganz interessant finde, was über Solo zu erfahren, tatsächlich. Ich finde, das ist halt, irgendwo schon, aber es wirkt wie eine Idee von einem Studio, das keine Ideen mehr hat, was es erzählen soll. Und man kann sich den Film halt, wenn man es böse macht, jetzt schon von Anfang bis Ende vorstellen. Was sind die High Points mit dem Kessel Run und so, was muss gemacht werden und so. Und
Sie haben das eine der wenigen wirklich interessanten Dinge an dem Film, das Regiepärchen, die beiden, die 22 Jump Street so gemacht haben, gefeuert und haben Ron Howard eingestellt, jemand, der dafür bekannt ist, dass er dann doch eher schöne, aber dann doch sehr nichtssagende Inszenierungen macht und Sehr studiobefriedigend arbeitet. studiobefriedigend arbeitet und also ganz ehrlich, ich habe da nicht so viel Lust drauf. Nee, ich auch nicht, allerdings weniger wegen grundsätzlichen. Ich hätte schon Lust, über Han Solo einen Film zu sehen, über Han Solo. So, Han Solo ist ein interessanter Charakter und ich glaube, man kann da interessante Geschichten zu erzählen. Aber alles, was man um den Film herum jetzt hört zurzeit, klingt sehr schlecht. Und deswegen bin ich auch nicht besonders. Also, mal sehen. Dann am 7. Juni folgt direkt der nächste Kracher. Das ist Jurassic World Fallen Kingdom. Der Trailer war nicht so toll. Nee. Soll aber auch nur die ersten 50 Minuten des Films zusammenfassen. Das heißt, in den ersten 50 Minuten explodiert die Insel. Ja, Sie haben es sich gibt schon wirklich. alles. Es ist so stark. Da gab es so viele Stimmen von wegen Jurassic World. Das ist ja dann auch irgendwie eine Jurassic Park Kopie in der Form. Und ja, machen sie jetzt für den zweiten was Neues? Naja, und dann explodiert die Insel. Das ist die Story. Das klingt, als hätte es ein Zehnjähriger sich ausgedacht. Also, vielleicht ist es hier total spaßig und so, aber es. Ja, das habe ich aber auch beim ersten auch schon gesagt und gedacht und es war halt nicht Ich fand den so. ersten so mittel, wie gesagt. Ich fand den nicht so schlecht. Ja, also mir hat er nicht gut gefallen, der erste schon. Und ja, aber er hat genug Geld eingespielt, deswegen war es klar, dass es noch einen zweiten gibt, obwohl der erste auch wirklich nicht nach dem zweiten Teil verlangt, tatsächlich, auch von den Plotlines her, finde ich. Nee. Und deswegen, naja. Es gibt neue Dinos und alles explodiert und Chris Pratt rennt auch drin rum. Ja, genau. Mal schauen. Danach kommt im Juni, habe ich noch aufgeschrieben, Ocean's 8. Das ist im Prinzip die Frauenversion von Ocean's 11 mit alles in Mädels. Ja, mal Genau, schauen. genau, mal schauen. Keine Ahnung, kann ich so noch nicht. Ist jetzt nicht unbedingt das Genre an Filmen, wo ich super interessiert dran bin, aber warum nicht, ne? Kann ganz unterhaltsam sein. Da sind wir schon im Juli, an Dingen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ach, tatsächlich vergessen haben wir. Ich glaube, im Mai oder Juni soll noch Deadpool 2 kommen. Der hat aber noch keinen deutschen Release. Deswegen habe ich den jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber habe ich mir irgendwie letztens so, ah ja, stimmt, Deadpool 2 kommt ja noch. Den freue ich mich tatsächlich auch sehr. Ich freue mich auch sehr auf den. Vor allem jetzt, wo es ja wahrscheinlich immer wahrscheinlicher wird, dass Deadpool auch so, wie es ihn zurzeit gibt, dass er so weiter existieren wird, auch nach der Übernahme von Disney an Fox. Also, ne, dass Fox Disney Fox übernommen hat. Von daher freue ich mich da total drauf. Ich habe den ersten super gerne gemocht. Ich liebe den Charakter Deadpool. Super. Ja, dann sind wir wieder zurück im Juli. The Purge Teil 4? Keine Ahnung, da gibt es Also, ja auch so komische Zwischenpurchases ja, inzwischen, es gibt also. jetzt The Purge, The Island, das ist die Vorgeschichte zu The Purge. Ich Da wollte gerade wird sagen, nur gibt es auf nicht auch einer, Purge Origins oder so ein da wird Kram? auf Oder? nur einer Insel gepurged. Achso, ja, das ist natürlich was ganz anderes. Ich habe keinen Purge-Film gesehen. Ja, also das Problem finde ich bei The Purge ist, dass viele Leute sagen, ja, es würde so eine politische Satire dann sein irgendwie und ist es aber halt nicht. Also zumindest der erste Film nicht, der ist halt einfach nur eine billige Ausrede, um. Es macht einfach keinen Sinn. I'm sorry, es macht einfach keinen Sinn. Ich mag sie nicht. Ich finde es irgendwie ein bisschen dumm. Dann eine Woche später haben wir wieder Horror, und zwar The Nun. Das ist das Spin-off von Conjuring 2 mit der Nonne. Also wie wir Annabelle als Spin-off hatten von Conjuring Conjuring 1. 1 haben wir jetzt The Nun als Spin-off von The Conjuring 2, Ich habe ne? tatsächlich Conjuring 2 nicht gesehen. Ich habe den ersten gesehen, fand ihn ganz okay. Aber ich habe den zweiten, bin ich nie dazu gekommen, ihn anzugucken. Und dann gibt es die gruselige Nonne, die habe ich aber schon gesehen. Und die hat jetzt ihr eigenes Spin-off. Sie nonnt durch die Gegend. Das ist der Postersatz. Horrorfilm halt, ne? Ich bin auch da nicht der größte Fan von den meisten. Es gibt sehr wenige, die mich da überzeugen können. Sowas wie der Babadook kann mich überzeugen, die halt ein bisschen anders sind, die sich ein bisschen anders inszenieren, aber der sieht halt aus wie ein Formel, also Formel, Formelhaft. ja, formelhaft, genau. Also Formel F, Schema F. Nichts, wo ich mich drauf freue. Außerordentlich oder so. Dann kommen wir jetzt zu was, auf das du dich auf jeden Fall freust. Am 19.07. haben wir nicht nur Mamma Mia Teil 2, Oh Gott. sondern auch Hotel Transylvanien Teil 3. Ja, aber der erste war ja ganz schön von Ich Hotel fand den auch ganz nett, Transylvanien. den Also der ersten. erste war echt okay. Einer der wenigen, also vor allem einer der Filme, der sich ein bisschen anders gemacht hat. Der ist ja auch von Sony. Weiß ich
mir. Ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall mit Adam Sandler. Ja, ich glaube, er ist auch von den Leuten, die tatsächlich der Emoji-Movie verbrochen haben. Ich glaube, Ich glaube, es kommt aus der gleichen. Vielleicht verwechsel ich aber auch was. Es ist jetzt nicht super einfallsreich, aber er war ganz nett. Genau, der erste war ganz nett, aber einen dritten davon zu machen, das ist halt. Jetzt sind sie auf dem Boot. Auf dem Boot! Das ist halt so überflüssig. Mach doch lieber was Neues, was Kreatives. Muss nicht immer. Wo bleibt Minions 2? Da kann sie auch auf dem Boot. Und Alita Battle Angel. Das ist. What? Was? Der kommt am 19.07. Ah! Von Robert Rodriguez. Ah! Hast du den Trailer nicht gesehen? Ich habe das überhaupt nicht gewusst. Ich habe die Mangas gelesen. Ah. Und es gab ewig lange das Gerücht, dass James Cameron das verfilmen will. James Cameron produziert, genau. Es gab ewig lange, seit Jahrzehnten gab es das schon. Und der kommt jetzt Ende Juli ins Kino. Es gibt einen Trailer schon. Wow! Ich fand den Trailer ziemlich doof, ehrlich gesagt. Ich kenne die Mangas nicht, aber sie hat halt ein CGI-Face. Sie hat ganz große Augen. Ja, das entspricht dem Manga. Ich fand, das sah ganz furchtbar aus. Und es sah auch vom CGI her so aus wie so ein animierter Film eher. Aber ist halt sonst, also ich kenne es überhaupt nicht und es sieht halt so ein bisschen aus wie sowas wie Ghost in the Shell, Blade Runner, Also das Ding ist, ich habe die Mangas gelesen, ich habe sogar dann das Spin-off da von den Ableger Battle Angel Alita Last Order gelesen und ich war ein Riesenfan davon. Und ich stelle es mir unheimlich schwer zu verfilmen vor, aber ich würde es super gerne sehen. Es gibt ein paar Sachen, die super geil verfilmbar sind, aber auf gar keinen Fall in einem Film. Weil es gibt so viele Plotlines und so viele Sachen und wenn es nur auf einen Film ausgelegt ist, kann es nicht funktionieren. Das ist, also kann ich mir jetzt schon nicht vorstellen, ist es nur auf einen Film? Es ist, glaube ich, jetzt erstmal ein Film, ja. Ja, also das war schwierig, weil, also das Ding ist, es gibt so viele Plotlines, die sich auch, die Charaktere entwickeln sich krass, also gerade sie, der Hauptcharakter, entwickelt sich unheimlich innerhalb der Manga-Serie, also von einem. Ja, also man entdeckt auch ihre Backstory und sowas und es ist ein ganz, ganz langer, auch interessanter Weg, den sie macht irgendwie. Und viele Charaktere drumherum, die alle wichtig sind und auch für sie wichtig sind. Also in den Manga auch mit stunning Visuals, aber häufig auch sehr, sehr brutal. Also ich bin einfach nur gespannt, mal wieder einen Film von Robert Rodriguez zu sehen. Das ist jetzt nicht so, dass er so viel Tolles gemacht hat, aber ein paar Filme mag ich dann doch sehr gern von ihm. Ja, also ich bin besser als Machete Kills in Space. Ja, also ich bin auf jeden Fall mega gehypt, es ihn zu hören davon. Ja. Also das fand ich jetzt erstmal krass. Kann natürlich auch ganz furchtbar werden, weil Manga-Verfilmer sind fast immer auch ziemlich furchtbar. Kannst du dir gleich den Trailer angucken. Ja. August, ein Monat nach Release in Amerika, Ant-Man and the Wasp. Ja. Also ein Monat später. Normalerweise kriegen wir Marvel-Filme immer früher. Mhm. Vielleicht ändert sich dann noch was. Da man noch nichts drüber weiß, wenn man das Aftermath von Avengers 3 jetzt nicht kennt, ich fand den ersten ganz okay. Why not? Ist jetzt nichts, wo ich sage, wow. Ist jetzt nicht so Thor Ragnarok-mäßig, wo ich letztes Jahr gedacht habe, soll ich den unbedingt sehen? 7/10 Punkten. Naja, mal schauen. Ja, genau, das ist halt so ein Marvel-Film. Mal schauen, 7/10 Punkten. Und Mission Impossible 6. Wir werden endlich herausfinden, ob sich es gelohnt hat, dass Henry Cavill seinen Mustache nicht abschneiden durfte für Justice League. Endlich. I doubt it. Ich freue mich drauf. Ich fand die Mission Impossible Filme alle, bis auf den zweiten, sehr unterhaltsam. Also bei mir ist es tatsächlich ein Hoch und Runter. Ich fand viele nicht gut. Also so 50-50, glaube ich. Ich fand Phantom Protocol ziemlich gut. Das war der, weil sie sich da so über ihre eigenen Technik-Sachen lustig machen. Das war schon fast eine Komödie. Das fand ich super cool. Das fand ich sehr lustig. Weil die ganzen Sachen nicht funktionieren, wo in anderen Filmen ist, das muss jetzt funktionieren und vielleicht funktioniert es nicht und es funktioniert doch immer. Und bei dem Fall ist es funktioniert wirklich nicht. Das fand ich gut. Ja, ich mochte auch den fünften. Die sind nicht außergewöhnlich, aber ich mochte auch den dritten zum Beispiel. Es soll auf jeden Fall auch wieder ganz krasse Stunts geben, ne? Auch wieder mit Tom Cruise, der jahrelang überall Stunts, genau. Und durchschwimmt und durch den Mixer. Ja, genau. Und furchtbar. Ja. Nicht funktioniert dieses Mal. Am 3.8. erscheint in Amerika der Shane Black Predator Film. Der hat hier immer noch keinen Release. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wegen Shane Black. Und ich glaube, das kann ein richtig spannender, spaßiger Film werden. Predator und Quips. Mal schauen. Also es ist ja seine Rückkehr auch wieder, ne? Zu dem Franchise. Er hat ja vorher schon einen gemacht, meine ich, oder? Nicht? Echt ein Predator Film. Nicht? Vielleicht irre ich mich vollkommen. Dass ich das jetzt völlig falsch im Kopf habe oder sowas. Ich dachte tatsächlich, dass es eine Rückkehr wäre, dass er vorher schon mal was gemacht hätte.
Ja, der letzte war halt furchtbar enttäuschend. Der letzte Predator. Der war furchtbar. Alien vs. Predator? Nee, es gab danach noch einen Predator. Da sind Ach, sie, ja, da der sind mit sie auf, Adrian Brody, ja, der war richtig ja, der war schlecht. richtig schlecht. War der nicht von Robert Rodriguez? Ja, ich glaube sogar. Ja. Und der war richtig schlecht. Der war richtig langweilig Ja, vorher. genau, der war halt ewig lang und langweilig. Ja. Deswegen bin ich nicht so gehypt für den neuen. Aber mal sehen, vielleicht wird's ja was. Woche drauf, am 9.8., wow, da geht's rund. Barbie-Realverfilmung mit Anne Hathaway wahrscheinlich. What? What? Ja, muss. Warum gibt es. What? Hallo, es gibt einen Emoji-Film, da gibt es auch einen Es Barbie-Film gibt irgendwie. vor allem eine Das Realverfilmung? macht das ja Ganze erst spannend. Wie soll das funktionieren? Ich habe keine Ahnung, aber das macht es ja spannend. Also ist es eine. Bi also. Was? Ich habe hier nur stehen, Barbie-Realverfilmung. Ich weiß nicht, ob es so eine Dschungelbuch-Realverfilmung ist, wo Ja, eigentlich genau, alles so animiert ist, aber ich glaube, es ist eine Realverfilmung, also also mit da echten gibt es eine Schauspielern. Frau, die heißt Barbie und Ich die läuft dann durch die schätze, Gegend und ja. kauft ihr Traumhaus und zieht sich Ja. wirklich. Oh mein Gott. Es gibt einen geschlechtslosen Mann. Das ist grausam, der Film. Oh Mann, ja, das hört Es sich. geht nur um die Eheprobleme zwischen Barbie Aber und gut, Ken. ey, was soll man sagen? Es gibt viele Mädchen, die das toll finden, die Barbies mögen. Ich habe als Kind Ja. auch Actionfiguren gemocht und ich hätte mich auch gefreut, wenn ich einen Film darüber sehen hätte können. Ja. Es Warum? gibt Also, wer auch weiß, zehn ne? Millionen Barbie-Filme animiert. Ja, genau, da gibt es auch ganz viele. Ich habe nie einen gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob die furchtbar sind oder vielleicht gar nicht schlecht sind für Kinder. Das kann ja sogar Ich sein. Ich weiß weiß es ja es gar nicht, nicht. ne? Also, wer weiß. Und ein Scarface-Reboot. Entschuldigung, ein Scarface-Reboot. Ja, Mit Diego Luna. ja, warum? Warum? Das braucht man nicht. Das ist einfach völlig überflüssig. Ich finde, dabei können wir es stehen lassen. Ja, Warum? genau. 30.8. The Meg. Ein Film, in dem sich Jason Statham Hai boxt. Also es ist wirklich Jason Statham versus ein Hai. Können wir uns Geil. alle drauf freuen. Ja. Im September, Anfang September, kommt ein Film namens The Little Stranger von Lenny Abrahamson, den Regisseur von Raum. Allerdings ist das genremäßig was anderes als Raum. Und zwar ist das eher ein Grusel-Mystery-Film mit Domhnall Gleeson, der so eine Art Doktor spielt, der irgendwie creepy Sachen auf die Spur kommt im Haus oder so. Ich bin mit dem Regisseur daran interessiert. Also. Also, ja, Raum war einer der besten Filme seit langer Zeit für mich. Ich Ja, habe war ein toller ein Film. so guter Film, so gut inszeniert, deswegen freue ich mich auch sehr auf den Film. Und am 20.09. kommt The House with a Clock in its Walls. Oder Wall. Von Eli Roth. Ach Mit so. Jack Black und Cate Blanchett. Das Ach soll. Es ist so. eine Buchverfilmung, glaube ich, auch. Und das ist auch tatsächlich ein Fantasy-Film. Ach so. Full-blown Fantasy-Gruselfilm. Okay. Del Toro-Style. Von Eli Roth. Ja, hört sich ganz interessant an auf jeden Der Fall. Titel Also ist auf jeden was Fall man im Auge sehr. behalten sollte. Genau. Worum es geht, keine Ahnung. Dann folgt noch eine Robin Ach. Hood-Realverfilmung mit Taron Egerton in der Hauptrolle, der Exy aus den Kingsman-Filmen. Ja. Gemacht vom Regisseur Otto Bathurst oder so. Das ist der hat Peaky Blinders viel inszeniert. Ach. Tatsächlich. Ja, die Serie gucke ich mit meiner Freundin gerade. Genau. Und Ich weiß das. Und die ist echt nicht schlecht. Also die hat, also gerade von der Inszenierung her macht die einiges her. Also Ich lese mal Otto Bratwurst, wenn ich seinen Namen lese. Er ist Barthurst oder so. also offensichtlich hat er hat Bock auf bestimmt, also Sachen geil aussehen zu lassen, einfach so. Das hat man das Gefühl häufig. Das sind halt manche Szenen, wo man sich denkt, boah, das sieht einfach geil aus gerade. Der Robin Hood-Film soll dark und gritty werden. Wie der letzte. Oh ja, den Russell Crowe habe ich nicht Ja, genau. Der war gesehen. furchtbar. Das ist auch sowas so, warum? Mach doch mal was Neues. Nächster Robin Hood-Film. Oktober, Venom. Ja, I'm Tom super Hardy. interested. Ich auch. Ich habe Wegen Tom Hardy vor sehr allen viel Lust Dingen. auf diesen Film. Ja. Du hast ja auch nur so eine Top 5 erstellt. Ich habe mal so eine Top 10 Ja. oder Top 5 mal angeguckt. Ich fand es sehr schwer, tatsächlich Dinge auszuwählen von dem Jahr, auf die ich mich richtig krass freue. Für dieses Jahr war das einfacher. Der ist tatsächlich mit dabei. Ich bin sehr Ja. gespannt, was sie mit Venom anfangen. Ich auch. Tom Hardy ist cool. Es soll R-rated werden. Muss es bei Venom. Sie Ja. können keinen nicht R-rated Venom-Film machen. Das wäre albern. Das wäre einfach Ja. albern. Wenn wir bei R-Rated-Filmen sind, Ende Oktober kommt ein Halloween-Film von Danny McBride, Oh, okay. der mit, oh, wie heißt sie? Mit Jamie Lee Curtis in der Hauptrolle, Ja. der an den Original Carpenter anschließen soll und alle anderen ignorieren soll. Oh, interesting.
Sie wollen der Figur von Michael Myers gerecht werden. Who knows? Jamie Lee Curtis hat auf jeden Fall wieder zugesagt, obwohl sie ja eigentlich nicht mehr wollte, nachdem sie gestorben ist in Teil 2. Ja, ich wollte gerade sagen, deswegen muss es auch so sein, dass sie die anderen alle ignorieren. Ja. ist interessant. Ja, mal sehen. Und, also sind wir schon bei Düster, tatsächlich kommt dann auch der Dschungelbuch-Film von Andy Serkis raus. Ja, der aber tatsächlich ja nichts mit den Dschungelbuch-Verfilmungen zu tun hat, die wir so kennen, sondern der sich ja tatsächlich ganz krass an das Buch halten soll. Ich habe nur gehört, dass er sehr düster werden soll. Ja, also er soll sich ganz krass differenzieren von allem, was es da so gibt. Also es soll nicht so also nicht das Dschungelbuch Disney, sondern tatsächlich mehr orientiert an dem Originalbuch, soweit ich weiß. An dem Original-Dschungelbuch-Buch, was ja durchaus ist. Das auch von Hans-Christian Andersen geschrieben? Nee. Das ist von... Ich ach Gott, ich weiß gar nicht, von wem der das Dschungelbuch... müsste man natürlich eigentlich wissen, von wem das Dschungelbuch geschrieben ist im Original. Kurze Überleitung, wo wir das nachgucken. Ja. Wir sind verklagt worden, weil wir die Rechte für das Lied nicht haben. Oh, naja, natürlich kommt als erstes nur die Filme. Komm, nicht das Buch. Rudyard Kipling. Kipling, genau, Kipling. Ja. Da. Und ja, mal sehen. Illustrer Cast. Ja, genau, ein sehr illustrer Cast und vielleicht nochmal ein anderer Take, aber auch da wieder die Frage, ist es wirklich notwendig, jetzt schon wieder ein Dschungelbuch zu machen? Aber mal sehen. Ja. November. X-Men Dark Phoenix, 1.11. Ist das eigentlich sicher, dass der noch kommt? Ja, wahrscheinlich. Der ist ja auch schon gedreht, also die drehen den und ja. Ich glaube, der ist schon fast... Doch, das kommt noch. Ja, also er ist ja jetzt wahrscheinlich schon fast fertig, also wäre es komisch, den nicht kommen zu lassen. Womöglich der letzte erstmal in der X-Men-Welt, ne? Wir keine Ahnung, ob Disney das weiterlaufen lässt. So erstmal. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass sie es erstmal so weiterlaufen lassen. Die waren ja auch ziemlich erfolgreich dann, ne? Ich habe keinen Bock auf den Film. Ich auch nicht. Ich fand Apocalypse sehr lau. Ja. Und jetzt machen sie schon wieder eine Story, die wir schon mal in einem Film gesehen haben. Und es ist immer einfach nichts Neues. Ja. Es ist so... Vor allem, ich verstehe es auch einfach nicht. Es gibt so viele X-Men-Storylines. Natürlich war die Dark Phoenix-Storyline, die sie beim ersten Mal gemacht haben, irgendwie nicht gut umgesetzt. Aber es jetzt nochmal zu versuchen... Ich gibt es viel anderen Kram, den sie hätten machen können. Ja, so viel. Ja, mal sehen. Aber wie gesagt, vielleicht auch das, der letzte Eintrag in diesem Franchise soweit. Ne? Es kann durchaus sein, dass es danach alles anders... gemacht wird, ne? Vielleicht bringen sie deswegen alle um. Ja, könnten sie mal machen. Tja. 9.11. Eine lustige Verfilmung von Sherlock Holmes mit dem Titel Holmes and Watson mit Will Ferrell. Ja. Ich glaube mit Will Ferrell, ja. Ja, warum nicht? Genau, warum nicht? Ich habe Spaß mit Will Ferrell. Ja. Nicht immer, aber ab und zu. Und wenn, dann ist nett. Und ich finde das... Ja, warum nicht? Ich glaube, das ist ganz nett. Mal gucken. Also, das kann ich auch akzeptieren, dass es da schon wieder Sherlock Holmes ist, weil Will Ferrell wird es so komisch und verrückt machen, dass es halt dann irgendwie doch nochmal was anderes ist, wahrscheinlich. 15.11. Fantastic Beasts, Doppelpunkt, The Crimes of Grindelwald. Oh, ist das, gibt's den schon jetzt? Das ist der offizielle Titel. Der Film heißt The Crimes of Grindelwald. ja, wir werden sehen, was Johnny Depp macht. Viele Leute kritisieren sie ja jetzt schon unheimlich viel. Und ich bin jemand, der sagt, naja, Johnny Depp hat auch schon oft überraschen können und hat auch oft dann nochmal einen rausgehauen. Ja, er sieht halt wieder wie so ein weird Character aus, den Johnny Depp dann halt so Johnny Depp-mäßig spielt. Ich glaube, was viel kritisiert wird und was ich tatsächlich auch daran kritisieren würde, ist, dass ich mir bei Fantastic Beasts, den ich ja auch gut fand, Colin Farrell war absolut okay. Der war voll toll, der war voll gut. Er hat es voll gut gemacht und es war... Sie haben halt diesen berühmteren Schauspieler gefunden. Es ist halt so, er wäre ein cooler Grindelwald gewesen. Und jetzt weiß halt keiner, ob Johnny Depp das irgendwie toppt. Und ich habe halt so ein bisschen die Angst, dass Johnny Depp es halt versucht zu toppen, indem er ihn ganz weird macht. Und es ist so, nee, er hat eigentlich ganz gut funktioniert, wie Colin Farrell das gemacht hat. Jude Law tritt in dem zweiten auf als junger Albus Dumbledore und, Ich bin tatsächlich gespannt auf den Film, weil ich den ersten mochte. Ich wollte sagen, ich bin auch gelinde optimistisch aufgrund der Tatsache, dass ich den ersten so toll und schön fand. Das Problem ist nur, der erste war auch deswegen so schön, weil er sich irgendwie dann doch
selbst in sich selbst abgeschlossen war, weil er eben nur ein Film im Universum von Harry Potter war. Und jetzt fangen wir an, in die Prequel-Territorien Genau, und vorzudringen. das ist Und immer da hat schwierig. sich Warner Bros. Schon was ausgedacht, indem sie sagen, nein, wir machen keine Prequels zu Harry Potter, wir erzählen was Eigenes. Und dann machen wir Und Prequels zu Harry eigentlich ist es aber Potter. ein Prequel zu Harry Potter. Ja, Und es sollen ja und 5 Teile sein. ja. Wir sind erst bei Teil 2. Ich habe keine Idee. The Crimes of Grindelwald, ja, er wird zu Zauberer-Hitler aufsteigen oder Ja, so. genau, er wird zu Zauberhitler. Mal sehen, was so kommt. Dann bin ich schon im Dezember. Ganz frisch ist der Trailer erschienen von Mortal Engines. Das ist eine Buchverfilmung, Produzent ist Peter Jackson. Der Untertitel im Deutschen ist, glaube ich, Kampf der Städte, was ganz geil ist, aber ich wusste auch nichts darüber, den Trailer gesehen. Im Trailer sieht man eine dystopische Zukunft, und Viel da dystopische ist Zukunften. ja, und da ist ein Dorf, aber das Dorf fährt, weil es auf Rädern ist. Ach, ja, doch, Und dann ja. kommt eine riesige Stadt auf Panzerrädern im Hintergrund und Ja. dann, was ist das? London. Und dann werden sie von London gecatcht. Ja. ja, ich keine Ahnung, ich weiß auch nichts davon. Ich bin gespannt. Ja. Wird man sehen. Keine Ja. Ahnung, kann man nicht. Also, ist ein bisschen abstrus einfach, aber muss ja nicht schlecht sein. 20.12. Wir haben im Dezember keinen Star Wars Film. That's weird. Ne? Das ist That's ganz weird. totally weird. Dafür haben wir Aquaman. Ja, ich war schon so Von unterwältigt James Wan. von Justice League und von, dass ich echt überhaupt keinen Bock auf den Film habe. Am Was ist eigentlich mit The spannendsten. Flash? Der kommt doch auch nächstes Jahr. Nee, dies kommt nur ein DC-Film nächstes Jahr, das ist nur Aquaman. Echt? Ich dachte, The Flash kommt auch. Nee, sie wollen einen Flashpoint machen als Flashfilm. Ach so. Und der soll, wenn dann, glaube ich, übernächstes Jahr oder so Ja, sie kommen, ne? machen halt alles doppelt, ne? Machen wir nochmal das, was wir eh schon haben in der Fernsehserie. Aber gut, ja. Ja, ich bin am ehesten gespannt, wie sie unter Wasser reden. Soll es denn größtenteils unter Wasser sein, oder was? Oder? Ich denke mal. Also, das Einzige, was man weiß, ist, dass es keine Blasen geben wird, wie in Justice League, wo sie in der Blase stehen und sich unterhalten. Ja, also keine So Ahnung. ein Stummfilm. Wie gesagt, ich war unterwältigt von Justice League und Mal ich habe keine schauen. großen Hoffnungen für Aquaman. Sie können damit was Neues machen, weil da kennt man einfach noch nicht so viel mit Ja, stimmt, Aquaman, also ja, stimmt, das ist und richtig. zu dem Ja. Filmuniversum. Gleiche Woche, 20.12. Bumblebee, das erste Spin-off im Transformers Universe. Das braucht kein Mensch. Nein. Schon, also wirklich, was soll das denn? Scheiße. Guckt euch den Film nicht an, boykottiert sie, tut es nicht, das ist einfach Kacke. Entschuldigung. ebenfalls Mary Poppins Returns. Ja, sogar mit, also mit einem interessanten Cast. Ne? Emily Blunt spielt sie doch, ne? Ja, und mit zum Beispiel hier, wie, der auch bei Golden Circle mitspielt. Jeff Bridges? Nein, 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 der wiederkommt. Samuel L. Nee, kommt nicht. Also Colin Firth. Colin Firth, genau, Ja spielt auch klar, mit. in britischen Filmen muss Ja. Colin Firth einen Briten spielen. Ja, aber ich mag Das ist Colin der. Firth halt Ja, auch ich voll mag ihn auch, gerne. aber er Das ist ist, halt. Ja ja, klar, aber das passt halt auch, klar ne? heißt es ihn. Und es soll auch natürlich einen Gastauftritt geben von dem jetzt schon fast 90 Jahre alten, glaube ich, den Schauspieler von dem Chimney Echt? Man. Ja, der soll auch auftreten als Gastschauspieler. Zumindest einen kurzen Auftritt soll er wohl irgendwie haben. Man weiß nicht als was, aber er soll dabei sein. Also ich habe kein großes Attachment mit Mary Poppins, deswegen ist mir der Film ziemlich relativ wurscht Ich, das ist tatsächlich. tatsächlich ein Childhood-Film von mir auch. Also ich habe den mit der Family, haben wir den damals Ein geguckt und Scheintodfilm? Childhood, Ach so, okay. Childhood, Kindheit. Okay. Also ein Film, den ich als Kind öfters gesehen habe und wo ich doch durchaus auch warme Erinnerungen Okay. dran habe. Supercalifragilistic, expialidetisch, so, das war was Schönes irgendwie. Ich habe das gemocht, also als ich ganz klein war, keine Ahnung, wie alt war ich da, ich weiß es nicht, aber ne, Zwei. bei meinen Großeltern haben wir den gesehen. Ich war wirklich noch sehr jung, als wir den gesehen haben, mit der ganzen Familie. Und das war irgendwie schön. Ja. Wer weiß, zu dem Zeitpunkt hat Disney schon alles übernommen und wir arbeiten in Ja. den Disney-Minen und so und Ja, müssen den eh sehen. Das ich steht im wollte gerade sagen. Arbeitsvertrag Ja. in einem der zwei Ultraplex-Kinos Ja. des Landes. Und wahrscheinlich ist es dann auch immer noch so 7 von 10 Punkten. Wahrscheinlich ist das Problem. Wir sind Ja, schon. eben. Das ist, Das ist die Technik. Wir können uns gegen das Regime gar nicht auflehnen, weil es zu gut weil. ist. Nee, weil es gerade noch gut genug ist, dass man sich Ja, denkt, stimmt. Ja. ich warte den nächsten ab. Ja. Dann gibt's die Revolution. Ah, ich warte mal den nächsten ab. Das ist die Technik. Ich habe hier noch Bohemian Rhapsody am 27.12. Das ist der Queen-Film.
Wow. Es gibt eine Freddie Mercury-Verfilmung. Wer spielt Freddie Mercury? So ein Dude. Ich kenne den tatsächlich nicht, aber ja. Ich bin der gespannt, Film ob es war. Von wem war der? Wer war der Regisseur? Auch so einer, den man kennt. Der ist auf jeden Fall ausgestiegen kurz vorm Ende. Oh. Und Sacha weswegen? Baron Weiß man Cohen. Weswegen? Ja, wegen Differenzen. Und zum Beispiel Sacha Baron Cohen wurde ja oft gehandelt als Freddie Mercury, wenn es mal eine Verfilmung Ja. gibt. Und der hat gesagt. Entschuldigung. Der hat gesagt, mit dem Drehbuch, das sie verfilmt haben, will er es nicht machen. Und das, Oh. finde ich, ist ein schlechtes Zeichen. Weil ich glaube, Ja. das wird eine Watered-Down-Version des Ganzen, weißt du? So. Freddie Mercury ist eine Person, der Film müsste dann R-rated sein und Eigentlich schon, so eigentlich weiter. müsste der Film R-rated Und ich sein, glaube, ja. sie machen das in so einer PG-13-Feel-Good-Sache dann am Ende. Und es ist. Ja, also vor allen Dingen, Mit es gibt eine ganz, Tränendrüse und es allem. gibt ja ein paar ganz gute Dokus tatsächlich, gerade eine, die dann irgendwie gemacht wurde, wo seine guten und seine schlechten Seiten einfach beleuchtet werden. Und das ist wichtig halt, dass man beides sieht. Und Ich ja. halte recht viel von Sacha Baron Cohen als Schauspieler insgesamt, was seine Qualitäten angeht. Und gerade wenn es um so eine Rolle geht, wenn er das ablehnt, ist es für mich ein sehr schlechtes Ja, Zeichen einfach weil so. er ist auch, glaube ich, nicht der Typ, der einfach sowas ablehnen würde, wenn es nicht wirklich Ja, Kacke wäre. Also kann ich mir wenn nicht es halt auch nicht vorstellen. diese, wenn es nicht das Ja. wäre, Ja. wenn es halt nicht was ist, was so ein bisschen realistischer im Blick Ja. drauf wirft und auch mal die Scheißseiten zeigt. Ja. Tatsächlich, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, The Flash soll tatsächlich erst, also Flashpoint soll es sein, es soll erst 2020 kommen, Naja. tatsächlich. Also richtig spät erst. Naja, es ist, ja, Ja. wenn überhaupt, wer weiß, Ja, wie sich das alles noch genau, wir ändert. werden sehen. Ich habe tatsächlich noch, im Dezember irgendwann kommt der Spider-Man-Animationsfilm in die Kinos. Es gibt jetzt, da gab es jetzt auch vor kurzer Zeit einen Trailer zu mit Miles Morales. Ja. Ja, Spider-Man, A New Universe. Ja, Miles Morales ist ein cooler Spider-Man tatsächlich. Ist ein sehr, sehr cooler Spider-Man. Von daher vielleicht ganz interessant. Aber auch da muss ich halt, ich als Riesen-Comic-Fan muss aber auch sagen, es sind zu viele Comic-Filme. So viel. Sieben von Also, zehn Punkten. ja, genau. Es ist halt, ich liebe Comics, aber es ist zu viel. Ja. Warte, ich. Das war's! Woo! Hat mein Zettel weggeworfen. Das sind so die großen Filme des nächsten Jahres, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe sicher ganz viel vergessen. Ja, klar, aber du kennst ja auch nicht alles. Gerade wahrscheinlich auch eine deutsche und asiatische Produktion waren jetzt kaum dabei. Ja. Ja, das stimmt. Da gibt es bestimmt auch noch mal welche, die kommen und Da gibt es sowas, sicher aber einiges. während des Jahres werden wir euch mit diesen Dingen auf dem Laufenden halten, natürlich. Es wird Kritiken geben. Ja. Wir haben jetzt fast eine Stunde geredet. Wie ist denn so dein Gefühl fürs nächste Jahr? Tatsächlich bin ich ja, also ich bin skeptisch. Vor allen Dingen einfach, weil ich wirklich das Gefühl habe, auf der einen Seite finde ich es nicht, bin ich ein Feind davon, dass Disney so krass marktführend wird, immer mehr. Bis jetzt hatten wir immer noch diese Zweierbalance. Wir hatten immer diesen Kampf zwischen Buena Vista, also Disney, und zwischen Warner Brothers. Die hatten immer so 20, 18% Marktanteil. Und das hat sich jetzt halt radikal geändert durch diesen krassen Aufkauf von Fox. Und ich glaube nicht, dass es gut ist. Und ich glaube nicht, dass es gut ist, dass wir so viele Fortsetzungen nur noch haben und so viele Ja. Superheldenfilme. Wir haben so viel davon. Es ist einfach zu viel. Wir brauchen ein bisschen mehr kreatives Blut, habe ich das Gefühl. Ein bisschen was Neues, ein bisschen was anderes Und einfach mehr. selbst in dem Genre wird ja noch zu wenig Ja, experimentiert. ja, ja. Natürlich fehlen jetzt viele von den von kleineren Ja. Produktionen und so. Das sieht man bei IMDb ja noch einfach noch nicht so. Und klar muss man sich ein bisschen rauspicken. Klar nimmt man dann erstmal die, die ein bisschen Namen an sich Von haben. größeren Studios Es gibt produziert sind sicher wieder einfach. viele Ja. kleine, schöne Filme, auf die wir gespannt Ja, sind. klar. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe. Worauf ich mich tatsächlich freue, ist der Venom-Film. Ich freue mich auf, ja, Avengers natürlich irgendwie. Klar, total, aber. Ich freue mich auf den Little Stranger, diesen Lenny Ja. Abrams-Gruselfilm. Ich freue mich auf den Annihilation. Ja. Aber sonst muss ich sagen, jetzt Deadpool 2 freue ich mich drauf, aber Ja. sonst ist jetzt nichts da, wo ich sage so, oh Gott, es kommt nächstes Ja, Jahr! ja. Ah, ich bin so verrückt jetzt, dass es noch nicht jetzt da Ja. ist. Vor allem ist für diese kleinen Filme wird es halt auch immer schwieriger, ne? Umso härter jetzt auch dann Disney die Macht hat, das anzuziehen, wie sie es bei Star Wars schon gemacht haben, und zu sagen, ihr müsst es aber immer im größten Kinosaal 7 Tage in Folge zeigen und solche Ja. Geschichten. Vielleicht kommt der Tipping Point beim Han Solo-Film, weil den keiner Vielleicht, mag. ja. Das kann passieren, ne? Und das kann dann auch ganz böse enden.
Guti! Wenn ihr jetzt tatsächlich bei diesem Film einen Film gehört habt, wo ihr sagt, wir wollen auf jeden Fall unbedingt eine Kritik von dem Film. Klar, sowas wie Infinity Wars machen wir eh eine Kritik zu. Aber wenn vielleicht ein Film dabei ist, wo ihr sagt, hey, dazu hättet ihr auch gerne eine Kritik, dann schreibt es auch in die Comments ruhig. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen im nächsten Jahr. Und sagt uns doch, worauf ihr euch freut. Genau. Und was ihr so erwartet vom nächsten Jahr oder diesem Jahr, wenn wir das erst im Januar hochladen, wer weiß. Ja. Wir wissen es bald. Genau. Und ihr auch. Ja. Ja, das war eine Stunde voller 2018. Ja. Wow. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Jahr 2018. Genau, macht's gut. Tschö. Ciao. Ach. Hey Leute, na? Wenn ihr solche Podcast-Sachen in der Richtung tatsächlich mal öfters hören wollt, schreibt es doch auch noch in die Comments. Genau, damit wir das einfach einschätzen können, ob euch das auch lang ist oder was auch immer, ne? Oder ob ihr das okay findet. Genau, dass wir da Bescheid wissen. Jetzt aber. Macht's gut. Ciao. Ciao.